Wir wollen eine Geschichte erzählen. Die Geschichte der Beziehung von er und sie. Diese Beziehung ist scheiße und diese Beziehung ist ideal. Ein Kaugummi? Das sind er und sie. Und sie verbringen gemeinsame Urlaubstage in Buschow. Das ist ein kleines Dorf in Brandenburg. Dort in der Abgeschiedenheit von der Stadt ereignet sich ihr Kammerspiel. Das Sommerhaus ist ihre Höhle und Wald und Felder werden zu ihrem Garten. Wenn man die beiden nach ihrem Verhältnis fragt, nennen sie es intime Freundschaft. Was genau das heißt, wissen sie aber eigentlich selber nicht so genau. Sie empfindet sowas wie brüderliche Liebe, aber irgendwie auch mehr. Und er sucht nach seiner unsterblichen Geliebten. Sie verstehen eigentlich weder ihre Gefühle noch ihre Beziehungen zueinander und versuchen auch immer wieder darüber zu reden, aber ihre Sprachen laufen aneinander vorbei. Und daher wirken ihre Dialoge auch oft hilflos, aber auch ehrlich. Ja, diese Situationen inszenieren wir bewusst karg und erst im Kontrast dazu können dann die Schlüsselszenen, die was Fantastisches oft haben und was Emotionales, so eine Art befreiende Kraft entwickeln. Immer wieder mischen sich fantastische Elemente in die Inszenierung. Wald und Haus leuchten in warmen Farben, Lichtreflexionen umspielen ihre Körper. Sie tanzt als Braut verkleidet durch den Garten. Zum Takt der in den Garten schallenden Musik spielt das junge Paar Tischtennis. Sie musizieren auf improvisierten Instrumenten, singen Chansons und erzählen sich gegenseitig Geschichten. Ja, der Film spielt in einer Zeit, in der die Wunde einer vergangenen Liebe nur mit der nächsten Liebschaft gestopft werden kann. Und dann, wenn man sich nicht mehr traut zu sagen, ich liebe dich, und dann, wenn der eigene Körper zu einer Landschaft wird von Erinnerungen an verflossene Liebesgeschichten. Und die Protagonisten unserer Geschichten sind mir selbst auch sehr nah. Einiges entstammt aus meinem eigenen Leben. Und toll wäre es wirklich, wenn nach dem Film Leute beginnen, über die spezielle Beziehung zwischen er und sie zu diskutieren, im Grunde genommen aber sich selbst malen. Alles ist fertig. Wir wollen diesen Film machen. Wir brauchen eure Unterstützung.